Seit das Model Celine Bethmann ein Foto von einem Dinner-Date mit Fußballer Mats Hummels postete, brodelt die Gerüchteküche. Aber wer ist eigentlich Celine Bethmann? Celine Bethmann wurde am 4. Juli 1998 in Koblenz geboren. Dort besuchte sie ein Gymnasium, verließ die Schule aber kurz vor dem Abitur, da sie von der großen Modelkarriere träumte. Bekannt wurde sie durch die Teilnahme an der Castingshow Germany's Next Topmodel im Jahr 2017. Nachdem sie damals den begehrten Job von Gillette Venus erhielt, ging sie mit gerade mal 18 Jahren als Siegerin aus der Show. Daraufhin unterzeichnete sie einen Vertrag mit der Modelagentur 1/1 Fab Management, den sie im selben Jahr wieder auflöste. Celine wechselte zu der Modelagentur Elite Model Management, lief unter anderem auf Modenschauen von Balmain und L'Oréal und war sogar auf dem Cover der arabischen Harper's Bazaar. Auch auf Social-Media-Plattformen feiert die heute 23-Jährige Erfolge. Mit fast 400.000 Followern auf Instagram ist das Model schon lange nicht mehr unbekannt. In den letzten Tagen bekam sie jedoch mehr Aufmerksamkeit für ihr Privatleben als für ihre beruflichen Erfolge. Nachdem sie zunächst Bilder aus der Wohnung des Fußballers Mats Hummels postete, kamen Gerüchte auf, die beiden würden sich daten. Bestärkt wurde das Gerücht dann schließlich in ihrer Instagram-Story. Hier postete sie ein Bild, auf dem sie den Fußballer markierte und Dinner Date dazu schrieb. In einem Interview mit RTL beim GHD-Lounge-Event in Düsseldorf bestätigte Celine, was viele schon vermutet hatten. Wir daten, ja. Doch nicht jeder freut sich für das junge Model. Im Netz wird sie immer wieder mit negativen Kommentaren konfrontiert. Während der Dortmund-Spieler sich noch nicht zu der Situation geäußert hat, reagierte seine Noch-Ehefrau Kati Hummels auf die Posts in ihrer Instagram-Story. Unter anderem postete die 34-Jährige ein Bild von ihrem Dinner-Date mit Sohn Ludwig. Die Trennung der beiden wurde zwar nie offiziell bestätigt, jedoch lässt das derzeitige Medienchaos darauf schließen, dass die beiden getrennte Wege gehen. Und vielleicht hat Mats mit Celine Bethmann auch schon eine neue Frau an seiner Seite gefunden.